Wir wollen heute ein Lichtauge, einen Kelch mit Licht erfüllen. Und dazu entfernen wir die Plane, die aufgespannt wurde, um die Arbeiten in der Halle und oberhalb der Halle voneinander zu trennen. Und das ist das erste Mal, dass man dann die optische Wirkung, die Lichtwirkung des Lichtauges, so wie der Name das schon verspricht, auch deutlich zu sehen bekommt und deutlich spüren kann, wie denn diese Konstruktion, die sich der Architekt ausgedacht hat, auch im Bahnhof wirkt. Ja, es ist natürlich immer wieder ein erhellendes Ereignis, wenn man überhaupt erst mal mitbekommt, wie die Wirkung innerhalb dieser großen Halle stattfindet. Und ich glaube, dass die Kombination aus diesem hellen Beton, aus diesen geschwungenen Linien und dem natürlichen Lichteinfall, das ist eigentlich, sagen wir, der Zauber, der hier später mal in dem Bahnhof zu sehen wird und den jeder Reisende dann mitbekommt. Dadurch, dass es immer noch einer der ersten Lichtaugen ist, ist es jedes Mal auch wieder ein Wow-Effekt. Und ich liebe es einfach, hier durchzugehen, unsere Leistung einfach anzuschauen. Vor allen Dingen, wenn man dort vorab das Privileg hat, durch so ein freies Lichtauge durchzuschauen. Und das nutze ich immer gerne mal, um zu schauen, ob es alles soweit passt. Wir nutzen natürlich auch den Zug hier, ob wir auch richtig montiert haben. Das kommt auch mit hinzu. Und ja, es macht einen stolz. Wenn die Verglasungsarbeiten fertig sind, gibt es weitere Außenarbeiten. Das heißt, wir müssen unser Lichtauge wieder schützen. Wenn jetzt außen alles abgedichtet ist, werden wir sogenannte temporäre Bauzäune, die auch schon in der Produktion sind, um jedes Regellichtauge aufstellen. Die gehen genau dorthin, wo später die ganzen Umwehrungen anschließen. Das heißt, die nutzen den gleichen Kontakt. Und durch diese temporären Bauzäune muss man dann nicht die einzelnen Lichtaugen mehr schützen, sondern dann kann der ganze Außenbereich gearbeitet werden. Der Landschaftsgärtner, der kommt, der die ganzen Außenarbeiten macht. Die Regellichtaugen haben wir im Griff. Das ist jetzt Routine geworden. Die schwierigsten, technisch schwierigsten Bauteile kommen noch. Das sind die Gitterschalen, also die Haupteingangsbereiche. Und das wird nochmal ein weiteres Highlight werden, wenn nicht sogar das Highlight zum Schluss mit der Gitterschale am Turm.